Wir gehen weiter zum nächsten Thema von Myelom zu den Low-Grade-NHLs. Wir haben Herrn Bohner in unserer Abteilung, der den Aufschlag macht mit den Daten, und die Katharina Brederis, die die Daten dann ein bisschen in den Kontext und die klinische Wertigkeit diskutieren wird und wir dann gemeinsam hoffentlich auch so lebhaft diskutieren können. Bitte, vielen Dank für eure Vorbereitung. Herr Bohner. So, liebe Kollegen, wir dürfen Ihnen heute Abend einen kurzen Überblick verschaffen im Bereich der indolenten Lymphome vom ASH 2020. Beginnen möchten wir dabei mit der CLL und mit einem Abstract zur MRD-Kohorte der Phase-2-Studie Captivate, die die neue, noch nicht zugelassene Kombination von Venetoclax und Ibrutinib bei therapienaiven Patienten untersucht. Kurz dabei zum Studiendesign. Es wurden 164 Patienten eingeschlossen. Alle dieser Patienten erhielten zunächst eine Lead-in-Monotherapie mit Ibrutinib, gefolgt von der Kombination mit Venetoclax für 12 Zyklen. Während dieser Therapie wurde regelmäßig der MRD-Status sowohl im Blut als auch im Knochenmark gemessen, und abhängig vom Ergebnis wurden die Patienten neuerlich in zwei unterschiedliche Studienarme randomisiert. Dabei waren die Vorgaben sehr streng. Als MRD-negativ galt nur solche Patienten, die mindestens über 3 Zyklen der Therapie sowohl im Knochenmark als auch im Blut MRD-negativ waren, hier bei der CLL definiert als weniger 10 hoch minus 4 nachweisbaren Zellen. Diese Patienten wurden doppelblind randomisiert, entweder in einen Placeboarm oder in die Ibrutinib-Monotherapie, und alle anderen Patienten wurden Open-Label randomisiert für die Ibrutinib-Monotherapie oder für eine Verlängerung der Kombinationstherapie. Schauen wir uns nun die Baseline-Charakteristika an. Wir sehen hier eine relativ junge Patientenpopulation mit einem medianen Alter von 58 Jahren, wobei die genetischen Risikofaktoren sicherlich überproportional präsentiert wurden, mit einer TP53-Aberration in 20% der Fällen und in 60% der Fällen beispielsweise auch ein unmutierter EGFR-Status. Ja, am Ende der gemeinsamen Kombinationstherapie konnten schließlich 149 Patienten schließlich den neuen Substudienarmen zugewiesen werden. Knappe 60% der Patienten haben diese strengen MRD-Negativskriterien erfüllt und wurden dementsprechend zugewiesen. Der Rest erhielt entweder eben Ibrutinib Mono oder eine Fortführung der Kombinationstherapie. Ja, schauen wir uns nochmal die Verteilung der Hochrisiko-Merkmale in diesen Substudienarmen an. Trotz dieser doppelblinden Randomisierung eben, finde ich, gab es schon einen relativen Überhang an genetischen Hochrisikomerkmalen wie der genannten TP53-Aberration oder dem komplexen Karyotyp bei dem MRD-Negativen in dem Ibrutinib-Arm sowie auch bei den Nicht-MRD-Negativen im Kombinationstherapie-Arm. Gut, hier kommen wir schon zur Kaplan-Meier-Kurve aller Patienten, die nach der 12-Monats-Therapie MRD-negativ gemessen wurden. Hier ist zu sagen, dass es keinen Unterschied macht für das progressionsfreie Überleben, ob man an diese Kombinationstherapie eine Erhaltungstherapie mit Ibrutinib anschließt oder gegen Placebo vergleicht. Spannender war vielleicht auch die Frage, wie es sich im anderen Studienarm verhält bei solchen Patienten, die nach der zeitlich begrenzten Therapie von 12 Monaten im Knochenmark und im Blut nicht MRD-negativ waren. Hier hat sich gezeigt, dass es den Anschein macht, dass nur die Kombinationstherapie Ibrutinib plus Venetoclax tatsächlich eben eine ausreichende Effizienz aufweist, um auch hier in diesen vielleicht etwas im resistenteren Krankheitsbildern auch noch eine nachträgliche MRD-Negativität zu erzielen. Spannend dabei aber auch dieser Kaplan-Meier-Plot. Er zeigt das progressionsfreie Überleben eben im gesamten Patientenkollektiv. Und hier ist zu entnehmen, dass es eigentlich für das progressionsfreie Überleben, zumindest wenn man natürlich das mediane Follow-up, das begrenzt ist mit 30 Monaten im Hinterkopf behält, es keinen Unterschied macht, ob ich nach den ersten 12 Monaten der Kombination MRD positiv oder negativ bin. Dies hat sicherlich auch gute Aussichten für die weiteren Phase-3-Studien, wo ja quasi die Kombinationstherapie immer im zeitlich begrenzten Rahmen getestet wird. Auch das
Nebenwirkungsprofil eben wollen wir erwähnen. Auch bei dieser jungen Patientenpopulation haben sich die PDK-typischen, also die typischerweise mit Venetoclax assoziierten Nebenwirkungen gezeigt, angefangen mit der Diarrhoe, mit den Arthralgien, aber auch Blutungsereignissen und Neutropenie. Aber wie schon vorbeschrieben, waren diese ja substanzspezifischen Nebenwirkungen, wie wir es vielleicht erwartet hätten, primär auf die ersten 6 Monate der Therapie beschränkt. Gut, damit komme ich schon zum zweiten Abstract. Hier wollen wir uns eine Phase 1-2-Studie genauer anschauen, die im refraktären Setting eine neue Substanzklasse näher beleuchtet hat, beziehungsweise einen Vertreter dieser neuen Substanzklasse, das LOXO-305, einen nicht kovalent bindenden BTK-Inhibitor. Kurz zum Hintergrund, also trotz dieser wirklich sehr guten Effektivität von Ibrutinib zeigt sich im mehrjährigen Follow-up, dass nicht wenige Patienten entweder aufgrund von Nebenwirkungen oder auch aufgrund von einer sekundär erworbenen Resistenzerscheinung die Therapie beenden müssen. Bei letzteren Patienten, die eine erworbene Resistenz dabei zeigen, konnte man am häufigsten eine Mutation in der eben Ibrutinib-Bindungstasche an der Proton-Tyrosinkinase nachweisen, nämlich die sogenannte C481-Mutation. Meistens wird hier das Cystein mit einem Serin ausgetauscht und somit kann also der kovalent bindende BTK-Inhibitor in den meisten Fällen hier natürlich das Ibrutinib nicht mehr an die Kinase binden und diese inhibieren. Das LOXO-305 hat hingegen schon im Reagenzglas zeigen können, dass es eben in beiden Zelllinien zur Apoptose führt, sowohl eben in der Wildtyp-Zelllinie als auch in der C481 mutierten PDK-Zelllinie. Ganz links können wir weiterhin entnehmen anhand von dem Kinasenbaum, dass zumindest eben anhand dieser präklinischen Daten auch ein womöglich besseres Nebenwirkungsprofil zu erwarten ist bei einer extrem im Vergleich zu Ibrutinib gesteigerten Kinasen-Selektivität für die BTK. Gut, wie gesagt, Phase 1-2-Studie, die Bruin-Studie war insgesamt für sich genommen eine Basket-Studie. Heute wollen wir nur den CLL-Korb genauer beleuchten. Insgesamt 170 Patienten eingeschlossen und sogar 139% der Patienten. Bei diesen hat sogar schon das erste Response Assessment stattgefunden, sodass wir uns für diese kleinere Population auch schon die Medikamenteneffektivität anschauen können. Wieder hier die Baseline-Charakteristika. Ich möchte vor allem hervorheben, die vorausgegangenen Therapien. 86% der Patienten wurden schon mit einem BTK-Inhibitor behandelt, ein Großteil mit einer Chemotherapie mit CD20-Antikörpern behandelt. Also ein Drittel der Patienten hat auch schon Venetoclax gesehen, ein Fünftel PI3 keine S4-Behandlung gehabt und 6% wurden sogar schon einer KT-Therapie zugeführt. Auf der rechten Seite sehen wir ja auch eine sehr stark repräsentierte Hochrisikogenetik. Bei einem Viertel der Patienten wurde eine 17p-Deletion nachgewiesen, 30% der Patienten eine TP53-Mutation. Und bei nicht wenigen hat man sogar molekulargenetisch auch die entsprechende BTK-C481-Mutation nachweisen können. Ja, nun, wie gesagt, Phase 1-Studie ist natürlich vor allem das Sicherheitsprofil sehr interessant. Und das war wirklich erstaunlich gut. So hat man keine Dose-Limiting-Toxicity feststellen können, ebenso wenig auch eine maximal tolerierte Dosis. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Fatigue, Diarrhoe, Kontusion bzw. Bruising, meistens nur niederen Grades, Grad 1, Grad 2. Hier sehen wir nochmal im Waterfall-Plot wirklich die schöne Reduktion an Tumor-Load in im Grunde über sämtliche Patientensubpopulationen, egal ob sie jetzt den BTK-Inhibitor aufgrund von Progress abgesetzt haben oder von Toxizität, ob sie BTK-naiv waren, ob sie vorher schon mit einem Venetoclax behandelt worden sind oder eben auch, ob sie genannte Mutationen in der BTK-Bindungstasche vorgewiesen haben. Hier nochmal anhand der IDCL-Ansprechkriterien dargestellt. Wir sehen für diese doch sehr stark vorbehandelten Patienten eine sehr zuversichtliche Ansprechrate von 63% insgesamt.
wie wir es schon von den anderen BTK-Inhibitoren kennen, hier sogar überhaupt keine komplette Remission, aber eine hohe Rate an partiellen Remissionen, die sich auch, wie wir es bereits von den Erst- oder Zweitgenerations-BTKs-Inhibitoren kennen, über die Zeit vertieft. Und entsprechend diesem sehr kurzen medianen Follow-up von 6 Monaten, nur nicht im Kaplan-Meier-Plot dargestellt, aber im Swimmers-Plot, können wir sehen, dass alle Patienten, die meisten Patienten sehr gut ansprechen, zumindest eine Stable Disease haben und nur ein Patient wurde bis dato tatsächlich unter dieser neuen Therapiemodalität progrediert. Gut, damit springe ich von der einen Entität zur anderen, zum follikulären Lymphom. Wir wissen ja bereits, dass zumindest die relapsierten Patienten eine sehr schlechte Prognose oft haben. Hier links grafisch nochmal schön aufgearbeitet, Anfang des Jahres von den Kollegen aus den USA, sehen wir, dass ab der zweiten Therapielinie und eigentlich spätestens ab der dritten Therapielinie das Gesamtüberleben doch deutlich unterlegen ist, was insbesondere für solche Patienten gilt, die rechts grafisch dargestellt, die sogenannten Early Progressors hier definiert als ein Rezidiv innerhalb der 24 Monate. Das heißt, wir haben uns hier in dieser kurzen Übersicht dann geeinigt auf eine weitere neue Substanzklasse, die sicherlich über mehrere Entitäten hinaus eben sich in den klinischen Alltag auch reinfinden wird, eben einen sogenannten bispezifischen Antikörper, hier das Mosunetuzumab, ein CD3-CD20 bispezifischer Antikörper im mehrfach relapsierten follikulären Lymphom. Eine Phase 1-Studie gab es hier im ASH ein Update. Ja, wie gesagt, es gab ein Step-Up-Dosing, das heißt, ein Zyklus 1 hat man noch am Tag 1 und 8 mit einer Dosissteigerung angefangen und ab dem 15. Tag von Zyklus 1 dann die tatsächliche Target-Dose appliziert. Insgesamt haben die Patienten zumindest 8 Zyklen von dieser Behandlung erfahren. Sollte nach 8 Zyklen eine komplette Remission erreicht worden sein, dann wurde die Therapie beendet. Also auch hier handelt es sich um ein zeitlich limitiertes Therapiekonzept. Bei Patienten, die noch keine CR erreicht haben, war eine Behandlung mit bis zu 17 Zyklen möglich und erlaubt. Und auch vielleicht wichtig anzumerken, auch solche, die nach einer erreichten kompletten Remission ein Rezidiv erlitten haben, die hatten auch die Möglichkeit, nochmal neu behandelt zu werden. Gut, dann schauen wir uns hier wieder die Baseline-Charakteristika an. Hier möchte ich wiederum auf die vielen Vortherapien verweisen. Alle Patienten haben eine CD20-Antikörpertherapie gesehen. Alle Patienten haben eine Alkylator-basierte Therapie gesehen. Beide waren oft refraktär in 61% der Patienten, gelten also damit als sogenannte doppelrefraktäre Patienten und fast die Hälfte der Patienten hat auch einen POD24, also ein Frührezidiv nach der ersten Therapielinie erlitten. Und wie gesagt, 6,5% der Patienten waren auch schon eben durch eine CAR-T-Cell-Therapie gewandert. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, jetzt hängt es bei mir. So, damit kommen wir schon zu den Ansprechraten. Insgesamt mit knapp 70% eine überaus gute Ansprechrate querbeet über alle follikulären Lymphom-Patienten gerichtet. Und auch wenn wir uns hier die Subgruppen anschauen, nochmal weiter rechts aufgedröselt, die POD24-Patienten mit 75% Overall Response können hier sicherlich sehr, sehr gut mit dieser Substanz behandelt werden. Ganz rechts draußen wird es dann schon ein bisschen limitiert von der Patientenzahl N4. Suggeriert natürlich oder kann suggerieren, dass diese Art der Therapie bei allen KT-Zellversagern, Entschuldigung, eben wirksam ist, was sicherlich nicht so gewertet werden kann. Hier nochmal im Swimmers-Plot dargestellt, nur die Patienten, Achtung, die tatsächlich eine komplette Remission erreicht haben. Hier soll grafisch dargestellt werden, dass mit noch beschränktem Follow-up, aber immerhin 18 Monate im Median, solche, die eben schön angesprochen haben, auch eine Remission erreichen können, die auch von gewisser Dauer ist. Abschließend zu diesem Abstract wollen wir noch auf die Sicherheitsanalyse eingehen.
Insgesamt war diese Monotherapie mit diesem neuen bispezifischen Antikörper tatsächlich sehr, sehr gut verträglich. Die meisten Adverse Events waren Low Grade, Grad 1 oder 2. Am häufigsten wurde hier von einer Hypophosphatämie berichtet, gefolgt von einem Zytokin-Release-Syndrom und beispielsweise Neutropenie. Wenn wir uns dabei das Zytokin-Release-Syndrom noch ein bisschen genauer ansehen, das ist ja die primäre Angst oft bei bispezifischen Antikörpern, so ist zu berichten, dass es eigentlich ausschließlich niedergradige Zytokin-Release-Syndrome gegeben hat. Diese Serious Events waren lediglich darauf zurückzuführen, dass diese Patienten stationär überwacht worden sind. Alle Zytokin-Release-Syndrome konnten allerdings konservativ behandelt werden und wurden lediglich in dem ersten oder zweiten Zyklus behandelt. Auf das Ansprechen wurde hier eben, zumindest wenn man dieser limitierten Patientenanzahl Glauben schenken mag, noch kein Unterschied bemerkt, ob man jetzt so ein Syndrom erfahren hat oder nicht. Abschließend möchte ich unseren kurzen Vortrag mit der recht seltenen Entität, dem Morbus Waldenström, und präsentiere jetzt eine Phase-2-Studie, die gegensätzlich der bisher geschilderten neuen Therapiemöglichkeiten zumindest einen etwas älteren Gedanken aufgreift, nämlich den einer Chemoimmuntherapie zeitlich begrenzt, eben bei therapienaiven Waldenström-Patienten, eine Investor-initiated Phase-2-Studie. Hier sehen Sie die Randomisierung, insgesamt gut 200 Patienten eingeschlossen. Hier hat man verglichen eben eine Standardtherapie, DRC, Dexamethason, Rituximab, Cyclophosphamid, die sich vor allem neben ihrer Effektivität auch durch das sehr, sehr gute Nebenwirkungsprofil auszeichnet. Und im experimentellen Studienarm hat man quasi zu dieser sehr gut verträglichen Therapie doch ein neues Targeted Molecule eingegliedert in Proteasominhibitor, das Bortezomib. Hier sehen wir wieder die Baseline-Charakteristika der Studienkohorte. Wir sehen hier eine sehr gut ausbalancierte Studie. Die meisten Patienten waren vom intermediären Risikoprofil und mit 50% im einen Studienarm und 65% gar im zweiten Studienarm, im experimentellen Studienarm, die mit 88 mutierten Patienten und die CXCR4-Wildtyp-Patienten die dominierende Subgruppe der Patientenpopulation. Schauen wir uns das Therapieansprechen an. Wir sehen hier auch wieder in der ersten Therapielinie freilich, aber für beide Studienarme eine sehr, sehr gute Ansprechrate, zumeist partielle Remissionen. Aber zumindest jetzt bei dieser beschränkten Patientenanzahl war der Unterschied im Therapieansprechen nicht signifikant unterschiedlich. Lediglich hat sich vielleicht zeigen können, dass die Zugabe von Bortezomib einen schnelleren Response im Sinne einer schnelleren Tumorreduktion bewirken kann. Man hat jetzt die Anstrichraten nochmal nach den Subgruppen aufgedröselt, eben nach dem bekannten MYD88-Status und nach dem CXCR4-Status. Und diese Abbildung verwundert auf den ersten Blick, weil insbesondere quasi bei den Subgruppen, die vielleicht mit einer gewissen Therapieresistenz verbunden sein können, suggeriert diese Abbildung auf den ersten Blick, dass die Hinzugabe von Bortezomib eher zu einem schlechten Ansprechen führt. Hier haben aber auch die Studienautoren auf die doch sehr limitierte Fallzahl, wenn man sich eben in diese Subgruppen hineinbegibt, hingewiesen, sodass man abschließend festhalten muss, dass auch eben, also beide Studienarme und insbesondere auch das DRC ohne den Bortezomib in all diesen Subgruppen ein sehr gutes Ansprechen gezeigt hat. Damit bin ich schon wieder bei meinem Kaplan-Meier-Plot, dem progressionsfreien Überleben. Hier hat sich nach einem medianen Follow-up von 27,5 Monaten noch kein signifikanter Unterschied aufgetan. Das Zwei-Jahres-Überleben im Standardarm bei 73% und im experimentellen Arm bei 81%. Schließlich, wie zu erwarten war, auch für das Gesamtüberleben gibt es mit dem berichteten medianen Follow-up noch keinen signifikanten Unterschied zu berichten.
Abschließend noch wieder das Sicherheitsprofil. Hier können Sie sehen, dass Nebenwirkungen sehr, sehr selten aufgetreten sind. Die meisten Nebenwirkungen, die mir auch hier eine gewisse Knochenmarkinsuffizienz bei den meisten Patienten nur sehr niedrigen Grades. Wenn man die höhergradigen Nebenwirkungen anschaut, sehen wir auch führend eben eine Knochenmarksuppression im meistens einstelligen Patientenbereich, abgesehen von der Neutropenie. Diese Neutropenie führte allerdings nicht zu einer erhöhten Inzidenz von Infektionen. Ja, damit bin ich schon am Ende meines Vortrages angelangt und darf auf meine Kollegin Frau Dr. Katrin Philipp-Abrederis weiterleiten. Vielen Dank. Gut. Danke. Das sind die Studien, die ich jetzt kurz zusammenfassen möchte. Zu Beginn eben die Captivate-Studie bei der CLL. Da haben wir gesehen, dass es ein ausgezeichnetes 30-Monats-PFS bringt bei allen behandelten Patienten. Wir haben auch gesehen, dass die Patienten von einer Fortführung der Therapie mit Ibrutinib bei nicht mehr nachweisbarer MRD nicht profitieren. Patienten mit noch positiver MRD zeigen zum Monat 15 unter der Fortführung der Kombination eine vermehrte Konversion zu einer UMRD. Somit kann man sagen, dass das eine zeitlich limitierte Therapie ist, die lange behandlungsfreie Remissionen induziert, ohne Notwendigkeit einer Erhaltungstherapie. Es sind natürlich noch einige offene Fragen zu dieser Studie. Zum einen sind die Patienten so vielleicht übertherapiert. Macht es Sinn, nach MRD zu therapieren? Und war dieses Patientenkollektiv wirklich repräsentativ? Jan hat schon erwähnt, dass die Patienten doch relativ jung waren. Das sind Fragen, die wir vielleicht auch im Rahmen der CLL-17-Studie, die bald bei uns anlaufen wird, beantworten werden können. Dann komme ich zur BRUIN-Studie mit dem nicht kovalent bindenden BTK-Inhibitor LOXO-305. Da haben wir gesehen, dass der auch bei Patienten mit Resistenzmutationen gut wirkt. Diese 65 auswertbaren Patienten haben eine Gesamtansprechrate von 57% erzielt, welche bei längerer Therapiedauer auch weiter verbessert werden konnte und gut verträglich war. Jan hat auch schon erwähnt, dass es eine Basket-Studie war. Ich wollte nur kurz die Daten auch beim Mantelzell-Lymphom erwähnen. Auch dort haben wir eine gute Ansprechrate von 52% gesehen. Die ersten Patienten sind dort bereits seit 1,5 Jahren in Remission und dazu folgen auch noch randomisierte Studien. In den USA wird es in dieser Indikation wohl auch bald zugelassen werden. Dann Mosunotuzumab, dieser bispezifische Antikörper CD3, CD20, hat hohe Ansprechraten in diesen wirklich stark vortherapierten Patienten gezeigt. Diese Ansprechraten waren zum Teil auch mit der tiefen Remission verbunden, also einer dauerhaften Krankheitskontrolle und einem akzeptablen Sicherheitsprofil. Da wird sicher interessant, wie dieser Antikörper einzuordnen ist, auch von der Sequenz in Bezug auf die CAR-T-Cells. Das werden wir vielleicht auch später noch hören. Es ist sicher eine gute Möglichkeit für ein bestimmtes Patientenkollektiv. Man kann diese Antikörper ambulant und auch subkutan geben oder wird sie so geben können. Und da muss man eben schauen, ob es vielleicht auch eine Möglichkeit für ein Bridging ist in Bezug auf die CAR-Ts. Damit komme ich schon zur letzten Studie, zur ECBM1-Studie beim Morbus Waldenström. Dort haben wir gesehen, dass BDRC gut verträglich ist und eigentlich keinen signifikanten Unterschied zu DRC bringt. Es sind beide Regime sehr effektiv, sodass dieses DRC sicher eine gute Möglichkeit ist für Patienten, die man chemotherapeutisch behandeln möchte, aber vielleicht für Erbender nicht in Frage kommen. Es hat deutlich weniger Hämatotoxizität. Auch da folgen weitere Studien im Vergleich auch zu BTK-Inhibitoren. Damit bin ich schon bei den Studien, die bei uns kommen werden, vermutlich im ersten Quartal, die schon bereits erwähnte CLL-17-Studie. Dann kommt für CLL-Patienten rezidivierte Refraktäre eine Studie mit einem weiterentwickelten IMID in Kombination mit Obinutuzumab. Und für Patienten mit refraktären, rezidivierten follikulären Lymphomen und Marginalzellenlymphomen ein an CD19-Antikörper Tafasitamab plus minus R². Damit bin ich am Ende der Zusammenfassung. Prima. Danke, Herr Bohn und Katrin Abrederis, für eure Zusammenfassung. Georg, du hast die erste Frage.
Meine Frage bezieht sich auf das Loxo-Compound. Jan, du hast gezeigt, dass einerseits die Resistenzmutation sozusagen quasi ein Grund wäre, warum man ein alternatives Compound einsetzen würde, aber offensichtlich wirkt das ja auch bei ibrutinib-refraktären Patienten, die keine Mutation aufweisen. Wie erklärt man sich das, dass sozusagen ein alternativer BTK-Inhibitor dann wieder die Wirksamkeit herstellt? Im Grunde erklärt man sich das bislang dadurch, eben, dass wir insgesamt noch sehr, sehr wenig wissen über die Resistenzmechanismen auf BTK-Inhibitoren und dass wir diese Frage, die sehr, sehr gut ist, eben damit nicht abschließend beantworten können, aber eben die Daten sagen quasi, dass es auch bei solchen Patienten wirkt. Soll im Grunde heißen quasi, dass nicht jeder Ibrutinib-Versager eben diese Mutation in der Bindungstasche aufweist. Es gibt weitere mögliche eben Resistenzwege, beispielsweise die PLC-Gamma-Mutation. Es gibt aber auch noch sicherlich sehr, sehr viel, was bisher nur in der Präklinik herausgefunden worden ist. Okay, ich darf die Frage von Wolfgang Wilmbacher aufgreifen, die, glaube ich, nicht relevant ist. Ich habe heute drei Jahre Ibrutinib hat und jetzt wegen Nebenwirkungen absetzen will. Er sagt jetzt Doublet und Therapiepause versus kontinuierliches Ibrutinib. Bitte um Stellungnahmen. Also welche Patienten braucht man Ibrutinib wirklich dauerhaft oder gibt es MND-Situationen, Katrin, du hast gesagt, dass man Ibrutinib auch absetzen kann? Oder auch, wenn man jetzt die Kombinationen anhört. Also ich habe die Frage jetzt zum Teil nicht so richtig verstehen können, akustisch, aber ich glaube, ich habe es auch hier eingeblendet. Es geht um, ob Doublet oder Therapie kontinuierlich Ibrutinib. Dazu sagen Sie natürlich auch die Fragestellung von diesem Captivate war, ob die aufhören kann, natürlich attraktiv ist, eine Therapiezeit zu begrenzen. Und man hat gesehen, dass es zumindest dass es mit möglich ist. Das sind natürlich auch frühe Daten, die man nicht wirklich beantworten kann aktuell. Diese Fragestellung war ja auch bei anderen Entitäten. Da gab es zum Beispiel auch in dieser Kombination eine Studie beim Mantelzelllymphom, dieses Sympathico-Trial, wo das auch sehr effektiv wirksam war, die Kombination gleich von Beginn an einzusetzen. In dieser Kombination, in der Entität, wird es wohl auch bald zugelassen sein, zumindest in den USA. Was die CLL betrifft, muss man sicher noch abwarten und auch schauen. Eine Frage war auch immer, ob die Patienten vielleicht übertherapiert werden und ob man eine gut wirksame Substanz gleich von Anfang an dann auch wegnimmt. Mhm. Ich meine, du hattest die CLL-17-Studie angesprochen, dreiarmige Ibrutinib-Monotherapie versus CLL-14, also Venetoclax-Binotuzumab versus Captivate, also Kombination Ibrutinib-Venetoclax. Mein Gefühl wäre auch, möglicherweise sind ein erheblicher Teil der Patienten übertherapiert. Ich war jetzt auch nicht so überzeugt von den MRD-Daten gegenüber CLL-14. Da haben wir undetectable MRD am Ende der Venetoclax-Obinutuzumab in sicherlich kränkeren Patienten von zwei Drittel der Patienten. Also bin nicht sicher, ob die Kombination wirklich so zielführend ist. Aber man muss es randomisiert testen und ich glaube, die CLL-17-Studie ist da ein gutes Instrument. Gibt es noch Fragen?